Wrestling spielen. So. Kämpfe in diesem Spiel sind automatisiert. Dein Charakter und deine Gegner kämpfen automatisch gegeneinander. Okay, was machen wir? Zum Idle Game. Du kannst jedoch das Kampfergebnis durch den Einsatz von Karten beeinflussen. Um eine Karte zu benutzen, benötigst du eine Ressource namens Key. Dein Key wird hier angezeigt und sammelt sich mit der Zeit automatisch an. Hier siehst du deine Handkarten. Die Zahl auf der linken Seite gibt an, wie viel Key es kostet, sie auszuspielen. In der Mitte der Karte siehst du ihren Namen und ihren Effekt. Per Linksklick auf die Karte kannst du sie ausspielen. Sehr gut, deine Lebenspunkte wurden dank deiner Heilungskarte hergestellt. Wie du siehst, wurde die ausgespielte Karte durch eine neue ersetzt. Aber sie scheint nicht sehr nützlich zu sein. Mal sehen, ob wir einen geeigneten Zeitpunkt für einen Einsatz finden. Statt eine Handkarte auszuspielen, kannst du sie in deinen Deck zurückschicken und dafür etwas Chi erhalten. Per Rechtsklick auf deine Karte kannst du sie verkaufen und ins Deck zurückschicken. Sehr gut, denk immer daran, dass du die Karten verkaufen kannst, wenn du genug bist. Aber jetzt hast du keine Karten mehr, was zum Problem werden könnte. Allerdings kannst du dein Chi einsetzen, um neue Karten zu ziehen. Dies ist dein Deck, von dort kannst du neue Karten ziehen, solange du noch Platz auf der Hand hast und genug Chi besitzt. Die Zahl rechts unter dem Deck gibt an, wie viel es kostet, eine neue Karte zu ziehen. Per Linksklick auf das Deck ziehst du eine neue Karte. Ja, mach doch. Schaden plus 10%. Einer. Die gezogene Karte verstärkt einen deiner Werte. Drücke jetzt STRG, um die Werte aufzurufen. Okay. Deine Verstärkungen bleiben zwischen den Kämpfen erhalten, gehen aber verloren, wenn dein Charakter stirbt. Versuche eine Karte einzusetzen. Du siehst jetzt, dass dein Angriffswert erhöht wurde. Du solltest deine Werte so weit wie möglich steigern, wenn du die bevorstehenden Kämpfe überstehen willst. Der Einsatz von Karten erzeugt außerdem ein temporäres Energiefeld um dich herum, das eingehenden Schaden verringert. Der Geist wird dich angreifen, nutze deine Karten, um dich zu schützen. Verkauft, just do it. Glückwunsch, dank dem Energiefeld hast du nur einen halben Schaden erlitten. Siehst du die rote Leiste über deinem Deck? Das ist deine Spezialkartenleiste. Sie füllt sich, wenn du Karten einsetzt. Wenn die Leiste voll ist, kannst du eine der besonders mächtigen Spezialkarten einsetzen. Nutze diese Karten, um deine Spezialleiste zu füllen. Was haben wir hier? Nice. Du hast das Tutorial abgeschlossen. Ja, das war ja schwer. Also, Story Mode. Let's go. Rein da. Reise. Abenteuer. Maidens Weg wäre mal Abenteuer. Ich fand das Spiel, das ist ja nicht so schwer. Dritten Tag der Spaltung. Verließen die Götter die Erde. Und mit ihnen schwand unsere letzte Hoffnung. Welt wurde von riesenhaften Flutwellen begraben. Die alten Städte aus Stein versanken im Boden und in den Ruinen verbreiteten wild gewordene Geister des Chaos. Doch dann kam sie. Okay. Die vier Geister der Elemente, die uns von dem Zorn der Natur bewahren. Der große Geist des Gleichgewichts, Herrscher über Erde und Himmel. Und die Beschützer, Wächter und Boten der verbliebenen Menschen. Als wieder Frieden herrschte, begann das Zeitalter des verlorenen Wissens und Wiederaufbaus. Geschichte wiederholt sich.
voll die Sonne hier, ey. Aber ich kann es ein bisschen runter machen. Ein bisschen weniger. Kamera. Das ist besser. Gut. Oh, ihr Beschützer, erhöht unsere Gebiete. Die Geister sind im Wahnsinn verfallen und bringen Tod und Zerstörung über das Land. Zu spät. Es gibt keine Hoffnung mehr. Die Alten seien gesegnet. Meine Gebete wurden erhört. Blut ins Gesicht. Er hat die Kraft, die Verirrten zu bannen. Du bist es. Du bist es wirklich. Was passiert hier? Was ist das für eine seltsame Kraft, die mich aus dem Schlaf gerissen hat? Nur damit ich mich ansehe, mir ansehe, wie unser Tempel mit von verdorbenen Geistern entweiht wird? Ich weiß es nicht. Unsere Dörfer werden von Geistern überfallen. Und dasselbe scheint auch in den benachbarten Gebieten zu passieren. Aber wir haben jetzt keine Zeit für weitere Erklärungen. Nimm deine Karten und versuche den großen Wassergeist zu erreichen. Wenn du Probleme hast, nimm einen Trank mit oder wirf einen Blick auf deine Fähigkeiten. Okay, Fähigkeiten, was haben wir da? Ja, genau. Gar nichts. Alles klar. Deck. Gut, für Deck müssen wir schon erstmal ein paar Karten freischalten. Willkommen beim Deck. Auf der linken Seite werden alle verfügbaren Karten angezeigt. Du musst mindestens 8 Karten ziehen, um fortzufahren. Manche gezogene Karten kosten Energie. Du siehst deine Energiesphäre links oben auf dem Bildschirm. Deine Sphäre kann maximal 100 Energie enthalten. Sie wird aufgefüllt, wenn du zum Starttempel zurückkehrst, und sie füllt sich nach jedem Kampf langsam wieder auf. Setz deine Energie klug ein, denn sie hat mehrere Verwendungsmöglichkeiten, darunter die Belebung deines Charakters, falls die Sphären voll sind, wenn du stirbst. Klicke auf das Kreuz oder drücke eine beliebige Taste, um diese Nachricht zu schließen. Okay, also heilen, Schaden machen. Und besiege sie alle. Nochmal heilen. Schaden. Schaden. Und nochmal heilen. Und. Stärkt einen zufälligen Wert geschwindet. Der wird kostenlos. 50 G. Der mehr G. Ich habe auch noch den immer mit. Und den da. Achso, wir können nur einen aussuchen. Dann machen wir das Ziehen von Karten, das verloren geht kostenlos. Damit können wir ja meistens ein Chili sparen, weil dann können wir ja auch Karten, wenn die Karten scheiße sind, können wir die auch wieder verkaufen. Um wieder Chili zu generieren. So. Verlassen. Oh, geht los. Ah. Mensch, erinnere ich nicht. Also, zum ersten Feld. Passiert nichts. Schaden plus 5%, komm mal rein mit dem. Stimmt ja, wir müssen ja gar nicht wirklich die Karten über dem spielen. Der kämpft ja von alleine. Schon irgendwie übel aus. Böp.
Jetzt gar nicht, wo wir hin müssen. Dann holen wir erstmal hier die Karte. Ich meine, diese Karte zuerst, ne? Dann gehen wir hier runter. Und die Karte. Und dann können wir hier. Ne, da geht's auch nicht durch. Ich denke mal, hier unten muss man bestimmt hin, hier hin. Und hier hin muss man bestimmt auf jeden Fall. Das sind bestimmt die Bosse. Das heißt, ich würde jetzt erstmal da hochgehen, dann hier runter die Karte noch holen und dann. Doch, hier kann man auch durchgehen. Dann gehen wir erstmal dahin. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir hier so weiter. Irgendwie so. Los. Das ist der Schaden rein. Müsst ihr nicht entkommen. Damit. Ja, ist auf jeden Fall ein chilliges Game. Bock, warte mal, ich schieb mal die Kern da oben. Ich weiß zwar nicht, wofür diese Anzeige da oben ist. Was ist da los, diese Cam? Hier. Ich glaube, da ist ganz gut. Da ist, glaube ich, nichts angezeigt. So. Los. Der Mensch rein. Da, was bedeutet diese Gegnerstufe? Achso, ne? Ich meine, wir müssen es ja verbauen, wie wir es immer machen. Weil das Team wird ja immer wieder neu aufgeladen. Bei jedem Kampf. Das heißt, wir können es ja eigentlich auch verbrauchen. Weil das bleibt ja immer anscheinend erhalten. Mal SP 140%. Denke ich mal. Und da wir in jedem Kampf neue Karten kriegen, muss man ja auch ein bisschen weiter hochpushen. Ne? Weil hier die Gegnerstufe steigt ja auch. Das machen wir mal. So, nochmal heilen wieder. So, also langsam kommt da ein bisschen Drive rein.
weiß immer nicht, wie man mit der Kamera alles gewöhnt. Macht jetzt mal so. Gut. So stört die am wenigsten. Ah, und hier können wir auch den Trank benutzen, alles klar. So, dann holen wir uns hier mal die Karte. Das ist ein Portal. Oh, und hier unbedingt heilen wir. Eben geht nichts runter. Eigentlich kann man das aufheben. Für den nächsten Kampf, das wäre nice. Und dann muss man was ausgeben, ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal, zwei, die schaffen wir, die schaffen wir auch so. Das ist ja egal. Und was können wir? Ausweichen. Ja, er fühlt sich. Das sieht aber gut aus. Nehmen wir das mal mit. Ah, wir können mehrere mitnehmen, oder was? Ausweichen plus 1. Kommen die direkt ins Deck oder was? Ah, okay, ich kann jetzt direkt ins Deck packen. Ah, und wir haben mehr Punkte gekriegt jetzt. Das heißt, wenn wir nochmal heilen, reinheilen, von unbedingt. Nochmal heilen. Ah, ne, hier ausweichen können. Das ist auch nicht schlecht. Und hier schauen wir nochmal raus. Ausweichen können wir einmal rein, aber okay. Ja, lieber noch heilen rein. Ausweichen. Braucht 15 Chip. Vorhin kommen wir wissen, also gleich zum Boss. Ah, ich glaube, das hat aber jetzt eben aufgehoben für den letzten Kampf. Ich hätte jetzt nicht unbedingt ziehen müssen, aber egal. Dann einfach auch nicht Karten rein und dann kriegen wir das auch schnell wieder. Ich würde das Ding mal gleich mitnehmen und schauen, was das ist. Vielleicht kriegt man eine bessere Rüstung oder irgendwie so wird. Diese Art geht tief. Ja, das war eben jetzt wie ein Daikatana. Lege dein Schwert nieder. Mehr heilen. Knallt schon ordentlich rein, 110 Gegnerstufe. Das ist schon ordentlich.
was explodiert. Oh, heilige die Gegner kommt. Schön reinheilen. Jetzt weiß ich noch nicht, was dieser Zorn mir bringt. Vielleicht hier oben mehr Punkte, ne? Hier mehr Ausweichwertung, das ist gut. Mehr Damage. Der haut aber auch rein. Der letzte. Lass uns ein bisschen Zeit, damit wir uns hier schön lang heilen. Burp. Adios. So, schauen wir, was das ist. Und dann gehen wir da unten zum Boss. Ich hoffe, man kann auch auf Felder gehen, wie wir manchmal hören. Hallo Wanderer. Wie wäre es mit einem Blick auf meine Waffe? Oh, wie sehr schön. Amulett der Wahl. Amulett des Reichsturms. Amulett des schnellen Geldes. Wanderer. Kämpfe nur mit leeren Händen. Das hört sich gut an. Nun, ich hoffe, das wird dir helfen. Pass auf dich auf. Vielen Dank. Der sieht cool aus. So, können wir jetzt hier wieder zurück? Ja, können wir. Sehr gut. Ausweichen. Ah, jetzt haben wir mehr Chi am Anfang. Dann können wir direkt am Anfang schon reinklären. Müssen wir heilen bitte. Sehr gut, dass ich alle heilen. Pots reingemacht habe. Das würde ich für den Boss sparen. Dann werde ich hier schön noch heilen. Das wird knapp. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich das Daikatana nicht mehr kenne. Das wäre nämlich jetzt nicht schlecht bei so vielen Gegnern. Schnell noch heilen. Komm, kein weiter Ding. Jetzt erleben wir den Boss nicht mehr. Die liegen jetzt alle. Nice, der Katana. Das reicht nicht sehr gut. Das ist echt viel heilen. Das ist echt heavy. Ausweichwerte. Sehr gut. Oh, da ist irgendwas Neues gekommen. Das. So, jetzt gucken wir mal, was ist das hier? Sieht nach Bossy aus, ne?
Der Schaden war weg, aber ich muss unbedingt heilen. Das rein. Läuft. Läuft richtig gut. Da hat nichts drauf, ey. Ein bisschen mehr Damage boosten. Dein Katana. Bams! Nice! Really gut. Und für den Frosch, Alter. Nicht gekillt. Da liegt keine Belohnung mehr. Ah, jetzt geht die Gegnerstufe wieder runter. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen lieber hier oben rum, da können wir ein paar mitnehmen. Und das da bin ich auf jeden Fall mal gucken, was das ist. Wir können jetzt nach da unten den schnellen Weg gehen, oder? Kriegen wir ja nichts. Nachher stehen wir mit leeren Händen bei dem Boss, das ist natürlich nicht so geil. Andererseits steigt natürlich auch die Gegnerstufe, deswegen dadurch muss man halt abwägen. Los. Dein Katana. Mehr Damage. Und heilen. Oh, schon 300 Damage. Ausweichen ist gut. Wir sind schon bei 10%. Ja, ausweichen, der Weg. Nicht wofür das ist. Können wir machen. Macht da eine stärkere Attacke? Oder? Oh, ist eine Heilung.
hübsch sind. So, jetzt dein Katana. Und ausweichen. Na gut. Oh, dein Katana. Das dauert jetzt schon ganz schön lange, die Kämpfe. Ne? War noch Bock hier, sich sogar durchzukriegen. Das ist halt übel. Und viel heilen. Alles in Heilung, alles in Heilung ist hier. Da, der liebe Daumen. Feuerangriff haben wir. Schlacht 3, Ziel 3. Okay, und nochmal. So, na, kein Dings. Feuerangriff rein. Das auf einmal rein. Nochmal heilen natürlich, ey, heilen ist so wichtig. Und hier dein Katana kann man ein bisschen wenig, ne? Und seine 1 drin, ja, von dein Katana. Ja, nochmal hier. Machen wir jetzt raus. So. Wir haben jetzt auch Fähigkeiten gekriegt, aber bitte schalten wir wahrscheinlich jetzt frei, wenn es ein paar Mal gespielt hat. Und Eier mit dem Alter. Die Glocken hier ist rein, die gut war hier. Feuerangriffe. Burps. Das ging schnell. Komm, wir ausweichen. 15% haben wir schon ausweichen. Oh mein, ein Hund ist gerade. Geht schon gut vorwärts. Oh, noch so ein Ding. Komm, wir gucken, was das ist. Ich will das wissen. Oh, Monsterflute. Was ist alles für verschoben, ne?
bist hier nicht willkommen. Was hat der für ein Schwert? Erhöht den Schaden aller Gegner. Hier ein bisschen reinknallen jetzt. Jetzt macht er uns weg. Sind wieder sehr gut. Also damit können wir auch die Gegnerstufe wieder senken. Dann geht's hier weiter. Oder unten war gerade ein anderes Symbol. Fernangriffe. Feuerangriffe. Ja, dann entscheiden. Boah, mit 405% Damage. Adios. Ja, können wir jetzt hier die Karte. Da kommt drei Katana rein. Das ist die stärkste hier vorne. Dann sind wir damit weg. Oh, das trifft auch alle, ne? Mehr Damage. Bisschen einheilen. Mehr Angriffe, mehr Karten. Und dann Katana, wenn man gleich in die nächste Runde kommt. Die sind hier jetzt da. Ausweichen.
kommen würden, dass wir mehr heilen können. Ja, vielleicht kommt das ja nicht. Ja, das dauert. Füllt die Superleiste auf. Achso. Rüstung. Was? Teile der Wand? Nee, das macht er nicht. Die Rüstung nochmal an. Noch heilen und noch einmal dein Katana. Wirkt. Die halbe Lebensleiste finde ich einen super Angriff. What the fuck? Das kann ich doch gar nicht. So, was ist das? Achso, Amulett des Reichtums. Okay. Warte mal. Ne. Nö, Fähigkeiten können wahrscheinlich nur in der Stadt angucken. Was dann wahrscheinlich daran kannst, wenn du stirbst und deine Fähigkeiten freischalten. Nein, das kann ich nicht. Rüstung können wir machen. Ich will erst mal heilen. Was bleibt dir jetzt bei dir, du Füße? Ist nur der eine da oder das hier rein? Falsch, wenn nee. Schön du hoch. Mit Feuerangriff. Super gut. Ist auch nur der eine. Auch schön hoch rein. Kann man gleich schön zweimal bei Katana reinziehen. Die Alten sind mit uns. Es juckt mich nicht, was eure Alten sind. Oder? Die gehen mich nichts an. Ich hab einen Katana. Schon wieder 240 Gegner da oben. Das ist schon heavy. Rüstung bleibt auch erhalten. Sehr gut. Acht Rüstung schon, sehr gut. Aber ein Letzschiss. Das kann ich mitmachen, ey. Zorn. Sehr gut. Zorn ausweichen, wir haben schon 27% ausweichen. So. Damage schon fast 500%.
kannst es nicht sehen. Aber du, oder? Da kann es rein. Vorangriff. Denke da. Nochmal. Ja, schade, kommt ich nicht sehen, schnell. War schon tot. Ja, es geht tief. 72, ey. Ja, man tut ja zwei mit dem Gegner, ey. Du wirst uns nicht retten. Auch du, oder was? Alter, wie kommt denn da? Das muss doch pushen. Und die Kuh. Heilen übrig. Der Fluch endet nie. Tschüss, du. Yes. So, schon, was ist das? Aber noch gar nicht. Also, oh, was ist das? Diese Maschine erinnert an mein altes Trainingsgerät. Vielleicht erhalte ich eine Belohnung, wenn ich diese Prüfung bestehe. Prüfung des Schutzes, Prüfung der Vermeidung. Also ich glaube, Ausweichwertung haben wir höher als Rüstung, nicht mehr raten. Na, mach doch mal eine Candy. Prüfung der Vermeidung. Du hörst den Ruf des Tempels, aber deine Sphäre ist voll. Wie entscheidest du dich? Sphäre benutzen. Ja, siehst doch voll gut bis jetzt. Ja, weil wir hier auf 100 hatten, deswegen. Sehr gut. Ja, können wir das dann über Springen eigentlich? Ich weiß nicht, ich würde dann eigentlich nur woanders lang gehen, weil ich glaube, die andere Prüfung schaffe ich bestimmt auch nicht mehr, weil die ist mal tot, ne? Gehen wir wieder hier unten lang. Was machen. Ich weiß nicht, ob man sie auch abbrechen kann, aber muss man eine machen. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen weiter springen, aber das ist ja echt gut. Menschen sind eine Geisel. Immer wenn man Gegner besiegt, dann lädt sich die Sphäre auf. Den Katana rein. Nochmal. Feuer.
wie Feuer. Sind mit uns. Was die mit ihren Alten haben, ey. Es gibt mich danach, die mit ihren Alten unterhalten. Zorn. Ja, Damage. Oh, unser Damage ist wieder runtergegangen. Ansonsten ist auch geblieben. Ausweichen ist geblieben. Und maximale Rüstung ist auch geblieben. Oh, und haben wir das Amulett eigentlich noch? Also, dann ist das auch weg. Ne, Amulett haben wir auch noch. Sehr gut. Bam, so war geil. Das hat beide jetzt getroffen, die Superattacke. Weil das in der Luft habe ich noch den Style Katana gezogen. Dein Katana, alles rein. Heilen. Soll ich ihn? Heilen. Sind eine Geißel. Support danke rein. Support danke. Kehre in dein Heiligtum zurück. Du doch. Jetzt werde ich wieder weiter mit pushen. Zorn. Oh, das geht schnell hier. Nur zwei Gegner. Der Damage ein bisschen viel besser. Aber deine Reise schon. Oha, klappt aber auch nicht rein hier. Komm, mach den weg, ey. Ich muss es ziehen. Mein Leben.
hin? Ja, schade. Damit können wir natürlich die Gegnerstufe wieder senken. Müssen wir hier nur zwei Kämpfe machen, dann können wir uns eigentlich hier die Karte auch noch gönnen, wenn wir schon mal da sind. Ja, das mach ich. Gut. Weiter. Es ist echt gut, dass ich im Sommer so viel Heilanlagen geklappt habe. Man braucht echt viel Heilen. Obwohl jetzt schon Ausweichwerte von fast 50% haben. Trotzdem haben wir jetzt noch so viel Damage, ne? Ja, Schaden. Fast 600%, ey. What the fuck? Hier die Gegnerlevel wieder senken. Oh, da kommen auch gute, ey. So geht die Hälfte der Heilung und den Schaden. Shit. Was ist das? Oh, 268 verfügbare Karten. Das ist aber nur gut. Oh, nur eine Karte kommt mit mir raus. So, Fähigkeiten. Ah, okay, jetzt können wir hier die Sammelstil schneller, wenn deine Lebenspunkte unter 50% sind. Deine Superleiste, das macht drei Angriffe immer einen vierten oder stärkeren Angriff folgen. Ungenutzte Karten werden nach dem Kampf automatisch verkauft, wodurch sich deine Heilung erhöht. Das ist wieder gut. Wo kann ich das hier machen? Achso, für jeden Cheat-Punkt, der noch einen Kampf übrig bringt, soll jetzt sein Belebungspunkt, ist auch gut. Das ist, wenn die Gegner nicht bereit sind. Ja, das ist mir egal. Das ist ganz gut. Wir benutzen die Karten. Das war's, ne? Da kann man nicht kämpfen. Fertig. So, hier, Tränke. Der Style ist übel gut, ey. Entschieden. Stärkt einen zufälligen Wert. Gehen wir immer ins Punkte. Als wir ziehen, war er irgendwie nicht so geil. Aber das hier wäre übel gut. Das hätte uns vielleicht eben in den Arsch stoppen können. Und hier Deck. Kann ich jetzt einen ausweichenden reinknallen, ne? Das heißt, wir machen hier. Ne, wir haben alle Karten. Also hier ausweichen rein, Rüstung rein. Das einmal raus. Weiße Geschichte. Gut. Ja, das könnt ihr euch ja dann selber nochmal angucken, das Game. Ich finde es auf jeden Fall cool. Hat echt Bock gemacht. Und auf jeden Fall gutes Hook-Like. Kann man sich hier noch angucken.
Charaktere. Ah, es gibt auch verschiedene Charaktere. In Arbeit, okay. Gut. Verlassen. So. Auf jeden Fall ein gutes Ding, ey. Kann ich empfehlen. Hat Bock gemacht. Dann viel Spaß beim Anzocken.